zu einem neuen Video und wie ihr seht, nicht in gewohnter Umgebenheit, sondern im Boxgym bei Florian. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und zwar gibt es ein neues Format und ich stelle mich jetzt Sportarten außer Fußball. Und heute machen wir erstmal ein Workout, das erklärt euch gleich Florian. Und im zweiten Video, wenn das Video gut bei euch ankommt, wie gesagt, Daumen nach oben, dann gibt es auch noch eine Runde Sparring. Ich weiß nicht, wo ich mich hier drauf reinlasse, aber gucken, er bereitet mich jetzt ein bisschen vor und jetzt erklärt euch mal, was wir machen. Okay, David, das ist erstmal cool, dass ihr heute gekommen seid. Freut mich. Ich hoffe, euch wird Spaß machen heute. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir werden heute so alles ein bisschen anschneiden. Wir machen so eine typische Boxeinheit, bringt aber noch so Explosivübungen mit rein etc., damit du mal alles gesehen hast. Genau, wir fangen heute an mit dem Warm-up, ein bisschen Schattenboxen, ein paar Übungen für die Beinarbeit. Da werden wir heute klassisch Sandsack trainieren, Sandsackübungen, das heißt am Boxsack ein bisschen ballern. Ja. Und genau, und dann werden wir gerade noch ein Pratzentraining machen, das heißt ein bisschen auf die Technik achten, wie du arbeitest, wie du haust, wie du meidest. Und ja, mal sehen, ich freue mich auf dich. Ich bin gespannt, wie ich ihn schlag. Am Ende vom Video gibt es dann ein Fazit von dir. Jetzt wird es dann ehrlich ausfallen, nicht wegen mir. Mal gucken, ich habe wie gesagt noch nie geboxt, deswegen das erste Mal heute. Viel Spaß am Video.
haben es geschafft. Ich bin auf jeden Fall tot. Es war sehr, sehr anstrengend, eine sehr, sehr coole Erfahrung. Also nochmal vielen, vielen Dank für den Einblick. Und jetzt, auch wenn es vielleicht ermüdend ausfällt, aber das Fazit, wie habe ich mich denn geschlagen? Ja, also man muss ja immer schauen, du bist das erste Mal im Training gekommen und dafür war es gut. Muss ich ehrlich sagen, habe ich schon einige gesehen, die sich schwer getan haben. Du musst nur darauf achten, dass du nicht überpaced warst. Ja, du willst alles auf einmal und musst immer da wieder im Kopf sagen, okay, ruhig, ich finde jetzt wieder meine Mitte, ich entspanne mich und achte wieder wirklich auf die wesentlichen Dinge. Aber das macht jeder am Anfang. Man will alles gleichzeitig, man will die Beine, man will die Hände, alles am Anfang und dann geht es ein bisschen durcheinander. Aber am Ende des Tages sage ich, kann was aus dir werden. Ja. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich habe auch viel Interessantes gehört, was man jetzt als Live-Unboxen eigentlich gar nicht so erkennt. Vor allem die Verbindung zwischen Füßen und Armen ist ja sehr entscheidend, dass man eine Explosivität entwickeln kann. Und da hat man bei mir gesehen, dass halt die Technik nicht da ist und dadurch habe ich halt schnell Atemprobleme bekommen aus der Kondition raus. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, wie du es erklärt hast. Und darauf kann man, glaube ich, ganz gut aufbauen. Und jetzt gibt es vielleicht noch die Endcut. Okay, Leute, wie gesagt, das war's für das heutige Video. Ich bin tot. Aber jetzt an euch die Aufforderung. Wenn das Video gut ankommt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Dann gibt es ein Part 2 und zwar Sparring gegen Florian. Ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lege, aber für euch da draußen, wie gesagt, wenn es gut ankommt, ihr könnt auch mal einen Kommentar da lassen, mit welcher Sportart ich mich als nächstes messen soll. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis raus. Macht's gut.